setzt sich heute fort und der hat aber richtig einen abbekommen. Das habe ich jetzt gerade zwar. Och, Hilgehöfel ist da reingedonnert. Ich glaube, der hat sich von alleine gedreht und Hilgehöfel ist da reingefahren. Weil von einem bloßen Rammstoß hast du doch nicht so eine Beschädigung das hinten. Das ist schon eine arg große Beschädigung. Ich denke auch, dass es so war, wie du gerade gesagt hast. Zumal Hilgehöfel drei Ränge hinter Kircher unterwegs war. Das heißt, der kann den gar nicht angeschoben haben. Aber guck mal, der Clio ist ein robust gebautes Auto. René Kircher kann sogar noch weiterfahren. Für kommt aber trotzdem in die Box. Ja. Das macht gar keinen Sinn mehr, so weiterzufahren. Wird auch sicherlich... Ah ja, okay. Das, wenn er es denn zur Box schafft, kann auch sein, dass sich bis dahin der hintere Reifen in Wohlgefallen aufgelöst hat. Und ich glaube, das hat er jetzt auch gemerkt, dass ihm da elementare Bestandteile seines Autos weggebrochen sind bei diesem Zwischenfall in der ersten Kurve. Ja, besser jetzt einfach ranzufahren, das Renngeschehen nicht ganz so aufzuhalten. Mhm. Aber gut, Safety Car kommt so oder so raus. Also ja. Zweite Safety-Car-Phase. Hier kommt die Situation, dreht sich. Schwer zu erkennen. Dann kommt er von hinten und kann nicht mehr ganz ausweichen, weil er so über die Strecke fährt. Boah, das ist aber verdammt unglücklich. Und auch die Kollegen, die dahinter kommen, Dylan Costa und Fabio Cetignola, fahren dann auch über die Wrackteile. Da müssen wir mal hoffen, dass da mit den Reifen alles okay ist. Kircher hat das Auto schlicht und ergreifend nicht abgefangen, hat den Gegenpendler bekommen in die andere Richtung und Hilgehöfel konnte das natürlich nicht kommen sehen und hat wahrscheinlich einfach nur noch auf der Bremse gestanden und gehofft, dass der Einschlag nicht allzu schlimm wird, oder? Ja, war schon schwierig auszuweichen, weil im ersten Moment sah es so aus, als ob er von der Strecke runterrollen würde, ist aber wieder zurückgekommen. Gut, und dass man dann nicht mehr ausweichen kann bei dem Tempo, ist klar, eigentlich schade halt für beide.